Personalakte am Montag einen Lebenslauf abgeben, ist alles. Ein Lebenslauf? Ja. Das wird ja wohl verrückt. Wieso denn? Ein Lebenslauf? Ich weiß ja gar nicht, wie das Ding gelaufen ist. Sag mal. Ein Lebenslauf, einmal hier mal rum während da. In der Schule schon gelernt. Da warst du gerade krank, den da. Ich gehe nochmal in die Schule, wegen deinem blöden Ding, Ding. Pass auf, Sie brauchen nur 5 Punkte. Beim Lotto. Ja, das wäre schön. Beim Lebenslauf. Erster Punkt. Wann sind Sie geboren? 10:30. Was, das müssen die ja wissen, wann ja, ich die geboren? Uhrzeit, nicht der Tag ist wichtig. Ach, was für Tag. Montag. Montag. Montag? Mein Vater sagte auch noch, die Woche fängt gut an. Was, das müssen die wissen. Ja, und der Monat war doch der Januar, ne? Ja, ich hatte drei kalte Beine. Und Geburtsjahr? 1921. Sag mal, 64, 41. Schreiben Sie halt, ich bin jetzt 43 Jahre. 42. Na, 44. Du hast mir Finger zu viel, was? Sie können nicht rechnen. Mein Schatz, ich muss doch wissen, du kannst mir doch ein Jahr draufheckern. 44. Ich bin 42. Das ist blöd, ich könnte doch nicht hellen. 43. Nein, 42. Oh, nein. Das ist ein Streit, Herr Blüchte. 43. 42. Was? Ich war eher auf dem Mist. Mit dir hat man ja nur Hundelei heute. Vermisst beim Militär waren Sie doch Ich war nicht beim Militär. Ich habe den ganzen Zimt aufgehalten. Ja, und ich habe ja... Ihre Heldentat. Ach, ich habe ja keine Heldentat. Ich habe ja 25 Franzosen, habe ich ja alleine. Alleine habe ich die ja umzingelt, habe ich die ja. Was? Ich habe ja 25 am Tag gefangen genommen. So, die haben Sie abgeliefert. Ging ja nicht, die haben mich ja festgehalten. Aber Schätze! Also weiter, jetzt kommt Ihr Vater. Mein Vater kommt hierher, was will der hier? Nee, im Lebenslauf. Beruf des Vaters. Ach, was er gemacht hat? Was er gemacht hat? Ja, ja, das hat er gemacht. Ja, was hat er gemacht? Ach so, nach dem Kriege? Ach, ja. Dann hat er so Fleisch- und Fettschiebung und so. Im Ernst? Nee, in Dresden. Sie können nicht bei einer Fernsehsendung sagen, Fleisch- und Fettschiebung sind. Warum denn nicht? Fleisch- und Fettschiebung! Der war Masseur, der hat immer Heu! Kommen wir nie zu einem richtigen Lebenslauf. Warte, jetzt kommen Ihre Geschwister. Ihren Bruder habe ich heute getroffen. Mein Bruder? Hast du getroffen? Ja. War er nicht dann? Natürlich. War es nicht mein Bruder. Ich kenne doch Ihren Bruder. Das heißt, er sah schlecht aus. Ne, vermickert. Ist er krank? Der meckert immer. Der meckert. Was fehlt denn? Ach, der meckert immer bloß. Der meckert. Was hat er denn? Der sagt immer, die ganze Woche arbeiten und sonntags Betriebsschutz und sonntags Landeinsatz und alles. Also, wie lange macht er das schon? Morgen fängt er an. Ja. Und was hat Ihr Bruder für einen Beruf? Der macht so Verwandlungskünstler, würde ich nennen, würde ich sagen. Was macht der? Was der? Hast du Drill am Ohr oder was ist heute? Verwandlungskünstler ist er. Verwandlungskünstler? Was macht er denn da? Was soll er da machen? Da geht er mit einem alten Mantel in eine Gaststätte, kommt mit einem neuen raus. Oder? Eine feine Familie. Oh, mir kommt zurechte. Ja, das glaube ich auch. Da haben Sie Ihren Bruder noch gar nicht mal erwischt. Der hat ja schon mal gesiebte Luft geschnippelt. Da hat er schon mal. Muss einen richtigen Beruf gehabt haben. Ganz großen Posten. Was? Ach, da, einen ganz großen Posten. Einen großen Posten, was war da? Ein Schläfer einer Matratzenfabrik. Was hat er da so im Monat verdient? Nur so 2000 Mark im Monat, die haben sie zusammengeschnarcht. Ja, ja. 2000 haben die im Bar bekommen? Nee, im Bar haben sie 120 Mark gekriegt und das andere einen guten Ratschläger. Ach so, ja. War ein Lebenslauf, ja. Aber nicht alles rein. Das schreiben Sie doch rein, wo Sie wohnen und wo Sie geboren sind, muss rein. Dresden. In Dresden schreiben Sie rein, ich bin Sachse, das ist ja klar. Sachse? Bin doch kein Sachse. Ja, natürlich. Ich bin Rheinländer. Wie kommen Sie auf Rheinländer? Meine Eltern sind Rheinländer, also bin ich auch einer. Wenn Sie in Dresden geboren sind. Das hat er erzählt, so ein Kimmel, wenn die Eltern. Das hat er mit Dresden. Natürlich. Nein? Lass dir das erläutern. Pass auf. Wenn die Eltern Rheinländer sind. Ja, ist klar. Ne? Ja. Da muss ich auch Rheinländer sein. Nein, das ist Quatsch. Pass auf. Wenn Sie in Dresden geboren sind. Und geh mit deinen Kuchenbleche weg, nehmen wir das. Pass auf. Wenn Sie in Dresden. Nein, das hat er mit Dresden nicht zu tun. Das entscheiden Dresden. Ihre Eltern sind zwar in Köln geboren, aber Sie... Meine Eltern sind in Köln geboren, sind Sie Rheinländer? Also, was bin ich? Sachse. Nein! Natürlich, weil Sie in Dresden geboren sind. Kennt ihr den Latschen? Glaubst du das? Wir brauchen es überhaupt nicht. Wenn die Eltern Rheinländer sind, muss ich doch Rheinländer... Ach, du was verdreht, das wissen Sie, diese Albern gerade zu. Wenn Sie in Dresden geboren sind, sind Sie Sachse natürlich. Nein! Dort, wo Sie geboren werden, das sind Sie doch. Mensch, wenn eine Katze Fischgeschäft Junge kriegt, sind es doch keine Heringe.